So, und Holdrio und Tralala, weiter geht's bei Dragon Age 2. Hallo, jetzt macht doch mal hin. Irgendwie scheint da gerade was zu ruckeln, das macht aber nichts. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt in die tiefen Wege gehen, hatte ich mir noch überlegt, ich habe ja noch was vergessen. Und zwar gab es da ja noch diesen lustigen Elf mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Und ich wollte nur mal kurz gucken, ob man dem vielleicht jetzt stecken kann, dass seine Stammkunden seinen Stamm quasi nicht mehr benötigt, möchte ich da mal vorsichtig formulieren. Da ist das Ausrufezeichen und ich möchte nicht seine Dienste in Anspruch nehmen, sondern... Zwerge in eine Taverne. Zwei kurze. Sagt der Wirt, das sehe ich, Jungs. Und was wollt ihr trinken? Ho, 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 ho. Ihr hättet mich unterbrechen können, Blondschopf. Und eine perfekte Einleitung ruinieren? Ja, der war ja richtig neu. So, jetzt, da ist der Jethan. Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Sian. Ninette ist tot. Es tut mir leid, aber Ninette wurde ermordet. Ermordet? Wieso sollte jemand dieser wundervollen Frau so etwas antun? Das ist einfach schrecklich. Aber ich danke euch, dass ihr es mir erzählt habt. Bitte, bitte entschuldigt mich jetzt. Mach's gut, mein Freund. So, jetzt ist das Ausrufezeichen auch weg und ich glaube, wir hatten hier noch was anderes übersehen, wenn ich mich recht entsinne. War das hier? Nö. Aber das war doch hier, ne? Hier war doch noch, da war doch noch, auf jeden Fall, ich erinnere mich, hier hatten wir doch die Bad Boy Behandlung und da haben wir nämlich ein Trüchen und das kann der Zwerg mal öffnen. Das. Ja, unermessliche Reichtümer springen mir hier entgegen. Leicht. Und was wir auch noch machen, ist einfach mal ein paar Sachen noch in die Truhe legen und verkaufen. Alles, was wir nicht brauchen, weil ich weiß nicht genau, ob wir in den tiefen Wegen auf Händler treffen werden oder auch nicht. Oder irgendeine Möglichkeit, Gelegenheit haben, unseren Plunder loszuwerden. Hallo, wo ging's denn hier raus? War das nicht hier? Hallo? Ich bin gerade verwirrt. Da. So, dann gehen wir nochmal schnell zum Händler und da kloppen wir nochmal ganz kurz den Rest weg. BZW zu Gamlins Haus. Je nachdem. Und da können wir dann den Rest einfach mal loswerden, damit das Inventar richtig schön jungfräulich ist. So wie auch wir es noch sind. So, Gruppe sammeln, weiterziehen und ab nach Gamlins Haus. Und dann sind wir gleich bereit für die tiefen Wege. Ich bin ja schon ganz gespannt, was da passieren wird. So, Lager, Lager, Lager. Dann machen wir hier mal hier Binding Lager. Und dann packen wir da mal alles rein. Hier, das können wir nämlich eigentlich auch alles verkaufen. Da hatte ich, glaube ich, schon alles. Ich packe das erstmal alles hier rein. Zack. Der Einfachheit halber. Dann verkaufen können wir es später noch. Den können wir eigentlich ganz verkaufen. Heiltränke würde ich mir gerne auch noch kaufen. Ach, das kann ich aber reintun. Das ist ja merkwürdig. Aber den Ring nicht. Naja, die können wir gleich verkaufen. So, ach, wen hatten wir denn jetzt eigentlich dabei? Dich hatten wir dabei und dich hatten wir dabei und dich hatten wir dabei. Ja, sieht gut aus. Und später werden wir nochmal die und die Konstellation machen. Vielleicht auch mit Bethany mal wieder dabei. Je nachdem, wir werden dann auch ein bisschen durch die Gegend laufen. Aber für die tiefen Wege haben wir erstmal unser Dreamteam sozusagen dabei. Fenris Anwesen. Hat der Fenris vielleicht noch irgendwas zu sagen? Nur mal ganz kurz gucken, ob der Fenris vielleicht noch irgendeine Gefährtenquest ermöglicht. Aber ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Ja, jetzt hier, da. Fenris, alte Säule, wie sieht's denn aus hier? Wir sollten weitergehen. Du solltest mal dein Zimmer aufräumen. Du wohnst ja wie, naja, egal, wie die Schlömpels wohnst du hier. Gut, wir sollten weitergehen, das nehmen wir uns zu Herzen und verlassen die Szenerie gleich wieder. Ich wollte nur gucken, ob wir auch ja nichts vergessen haben. Dann gehen wir jetzt mal in die Oberstadt hinein und da verkaufen wir den restlichen Krempel und werden mal die tiefen Wege bereisen. Also jetzt. So. Aus dem Weg. Was? Ich frage mich gerade, ob die Federn am Schulterschutz ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausstattung eines launischen, rebellischen Magiers sind. Wovon redet ihr da?
Ich arbeite an einem epischen Gedicht über einen hoffnungslos romantischen Abtrünnigen, der einen ebenso epischen Kampf gegen Mächte führt, die er unmöglich besiegen kann. Was soll das heißen, unmöglich besiegen kann? Nun, es ist einfach keine gute Geschichte, wenn der Held nicht stirbt. Oh. Ja, na gut. Am Kirchenhof wollen wir ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier hinten irgendwie in die Karte gekommen sind. Das ist ja sonst nicht so. Dann gehen wir mal vorher nochmal zu dem Enchantment-Händler. Also zu dem Papa sozusagen. Da ist er ja. Bodal. Genau, mir fiel der Name gerade nicht ein. Hey, Bodal! Wie kann ich euch helfen? Achso, Thema vertiefen. Ich möchte was kaufen. Lasst mich sehen, was ihr anzubieten habt. Aber gewiss doch. Bitte stöbert in meinen Waren, wann immer ihr wünscht. Sehr gerne. Genau jetzt zum Beispiel. Ja. So, wir haben die... Nee, der hat die grobe Axt des Menschenjägers und einen geätzten Stab, einen Helm, einen unnützen, einen verderbten Ring mit +1 Rüstung. Ist natürlich auch super. Heiltränke können wir uns hier mal alle mitnehmen. So, ein bisschen Kohle haben wir noch. Mich würde auch mal interessieren, das Sonstige würde mich auch mal interessieren, wo wir da was kriegen können. So, und keine Gegenstände, den Ring können wir verhökern und ansonsten haben wir hier den Trash-Plunder können wir verkaufen, der ist jetzt auch weg. Schon haben wir nur noch 6 von 70 im Inventar. So, haben wir jetzt alles gemacht, ne? Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie alles sich ein bisschen hinzieht, aber ich würde wirklich gerne, bevor wir in die tiefen Wege gehen, gut gerüstet sein. Jean-Luc, was hast du denn im Angebot? Hast du hier vielleicht irgendwelche Gegenstände dieser Art? Heiltränke nehme ich auch sehr gerne. Gut, hast du nicht. Hast du doch? Hast du nicht. Hier haben wir auch Robe, Ilvans, blablabla, hochwertige Pipapo, können wir eh alles nicht benutzen. Und der Olaf, hat der vielleicht noch irgendwas? Ich gehe jetzt da gezielt mal auf die Dinger hier drauf, aber da gibt's auch nix. Ein Amulett gibt's hier, einen verzierten Gürtel, +27 Angriff. Sie hat momentan +19 Angriff. Ich glaube, das gönnen wir ihr mal. Jetzt müssen wir aber auch knapp gucken mit der Kohle, da, ob wir da noch hinkommen. Und hier können wir sowieso nichts kaufen. So, Mädel, wo hast du denn, wo bist du denn? Das Amulett legst du an und das andere kannst du gleich verhökern. BZW. Was habe ich gerade für ein Amulett? +22 Angriff. Ach, na siehst du, dann kann ich das... Vielleicht kann ich das später Fenris geben. Ich muss es ja nicht gleich verhökern, dann behalte ich das mal ausnahmsweise. Und was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Rune der Frostabwehr. Ach, hier sind dann Runen und so ein Krams. Ja, das ist natürlich... Naja. Buch der Methodik. Beschränkung. Victor Hawk, der Leser dieses Buchs, erhält einen Punkt, um ein Talent oder einen Zauber zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. Können wir uns momentan... Also holen wir uns momentan nicht. Da hole ich lieber ein paar Heiltränke. Da sind wir ja bald richtig gut ausgerüstet. Und jetzt hole ich gar nichts mehr, weil jetzt wird das Gold langsam knapp. So, soll reichen. Wir haben 29 Heiltränke. Damit kommen wir ja hoffentlich durch. Vielleicht wahrscheinlich durch das restliche Spiel, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können Heiltränke nie schaden und wir schapeichern. So, schapeichert ist und jetzt, hallo Badrand, alte Litfaßsäule. Habt ihr schon euren mystischen Haufen Gold gefunden, Mensch? Ja, in der Tat. Ich habe euer Geld. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Was habe ich dir gesagt, Badrand? Nicht schlecht für einen Menschen, was? Also gut, Partner. Wir teilen den Gewinn zu gleichen Teilen zwischen euch, mir und Varric. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Zugang zu den tiefen Wegen. Kennt ihr etwa keinen? Gibt es da draußen denn nicht unzählige Zugänge zu den tiefen Wegen? Keine, die nicht bereits erkundet wurden. Ich habe kein Interesse daran, ein nacktes Huhn zu rupfen. Ja, das verstehe ich. Wenn ihr einen Weg hineinfinden würdet, könnten wir früher aufbrechen. Aber bis dahin muss ich wohl weiter suchen. Moment, warte doch mal. Quest aktualisiert. Ja, ist egal. Erfolg freigeschaltet, Geldgeber und wir haben 50 Gold verloren, 50 Sovereigns verloren. Wir suchen noch immer nach unserem Zugang zu den tiefen Wegen. Habt ihr schon Fortschritte gemacht, Partner? Natürlich, mein kleiner Freund. Ich habe hier diese Spielkarten zum Beispiel. Das hier könnte genau das sein, was wir brauchen.
Was ist das denn? 3, 4 Zugänge zu den tiefen Wegen und alle in den freien Marschen? Wo habt ihr die her? Ein Wunder der Magie. Ich bin wirklich verblüfft. Lasst uns einfach den vielversprechendsten aussuchen und aufbrechen. Ja, ich bin dabei. Ihr solltet alle Geschäfte zu Ende bringen. Wir werden wenigstens mehrere Wochen unterwegs sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann brechen wir auf. Gut, Quest aktualisiert, Expedition in tiefen Wege. Wie man sieht, alles super. Haupthandlung, das müsste doch hier irgendwo sein. Ach du Heilige. Nein. Gefährten. Nein. Premium-Inhalt. Hallo. Nebenquest. Alter, wie viel haben wir eigentlich schon gemacht hier? Ist ja unglaublich. Zerstörung, neues Zuhause, der einzelne Sekunde, Akt der Wölfe hüten. Tja, wir haben gerade gar keine aktuellen Quests übrigens. Wollte ich nur mal so sagen. Jetzt können wir natürlich die Haupthandlung aktivieren. Ach komm, pass auf. Ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, ob die Gefährten was zu sagen haben bei ihren jeweiligen Wohnstätten. Mache ich das eben noch schnell? Nee, das lasse ich sein. Komm. Die werden eh nichts zu sagen haben. Und jetzt würde ich sagen, naja, los geht's. Also, seid ihr bereit? Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Ich würde sagen, wir gehen los. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön, wir haben schon genug Zeit verschwendet. In der Tat. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Das ist mal eine interessante Bildersprache. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind. Und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Aber lasst uns nicht leichtsinnig werden. Hey, klingt nach Spaß? Wir nicht. Ja, lasst uns nicht leichtsinnig werden, liebe Freunde. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Das hier ist nicht irgendein törichtes Wagnis. Wir werden Erfolg haben. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Mutter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Bethany mitzunehmen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Alles wird gut, Mutter. Ich will mitgehen. Gar nichts wird gut. Ihr könnt nicht beide gehen. Was, wenn euch etwas zustößt? Warum du das hier tun willst, verstehe ich. Aber ich bitte dich, lass deine Schwester hier. Auf mich warten entweder die Templer oder die dunkle Brutmutter. Und die dunkle Brut darf ich zumindest bekämpfen. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Die dunkle Brutmutter. Hahaha, die haben wir doch schon mal besiegt. Ach Mensch, jetzt kann ich hier die Gefährten aussuchen, muss aber den Warwick mitnehmen. Na gut, aber wir hatten uns eh schon entschieden, wir machen das so wie geplant. Obwohl ich gerne auch andere Konstellationen mal gerne ausprobieren würde. Sind die alle Level 11? Ja, ne? Ja. Aber jetzt nehmen wir erstmal diese Truppe hier mit. Schwesterchen bleibt zu Hause, weil wir einfach den besseren Magier mitnehmen. Das ist einfach eine Vernunftentscheidung. Außerdem ist die Mama dann happy, weil dann ist sie nicht ganz alleine. Und der Viktor wird sowieso nicht sterben. Außer vielleicht 5, 6 Mal. Oh, dem Erbauer sei Dank. Bist du dir da sicher, großer Bruder? Ich hoffe, du versuchst nicht nur mich zu beschützen. Ach, du willst doch gar nicht mitkommen. Ich brauch dich nicht. Mutter hat recht. Du willst doch gar nicht mitkommen. Ja, in Wahrheit will sie auch gar nicht mitkommen, aber Mutter hat natürlich auch recht. Ich sag aber trotzdem... Nee, Mutter hat einfach recht, oder? Du willst doch... Ach, Mann, diese Entscheidung! Mutter hat recht, du willst doch gar nicht mit. Ene mene Mister, es rappelt in der Kiste. Ene mene mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Mutter hat recht. Wir können nicht beide in die tiefen Wege gehen. Es ist einfach zu gefährlich. Also gut. Ich hoffe, du hast recht. Du hoffst, dass es zu gefährlich ist. Danke. Mutti, ne? Bis später. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns. Ja, auf in die tiefen Wege. Und da gibt's erstmal Riesenschläge. Und zwar für die dunkle Brut.